Der siebte Abend beginnt heute und damit das siebte Thema in dieser Serie, die Reformation geht weiter. Und wie das oft so ist in den Dingen, wenn es thematisch um irgendetwas geht, dann ist es meistens doch so, dass der letzte Abend der Höhepunkt wird. So erwartet man es meistens. Und so soll es auch heute Abend sein. Und zwar nicht nur einfach, weil es der letzte Abend ist, sondern weil wir heute thematisch an die Wurzel herangehen dessen, worum es geht, wenn wir über Reformation sprechen. Wir wollen heute Abend, genauso wie an jedem Abend, Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Er hat gesagt, wo zwei oder drei, und wir sind mehr als die, die versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine wunderbare und schöne Verheißung, und die wollen wir jetzt in Anspruch nehmen. Wir wollen unser Haupt neigen und wir werden ein kurzes Gebet sprechen. Unser himmlischer Vater, wir wollen still werden, bevor wir jetzt viele Worte hören. Du hast versprochen vor fast 2000 Jahren, dass du den Heiligen Geist senden willst. Du hast gesagt, dass er uns in alle Wahrheit leiten will. Du hast auch gesagt, dass er nicht aus sich selber sprechen wird, sondern das, was du ihm geben wirst und er uns mitteilen soll. Du hast auch gesagt, Herr Jesus, dass du nicht mehr uns zu tragen gibst, als wir verstehen können. Und so danken wir dir, dass du das Versprechen gegeben hast, dass durch die Kraft deines Geistes wir in der Lage sind, Dinge zu verstehen, die wir sonst nicht tragen könnten. Und wir laden dich jetzt ein, die wir hier sind, als Menschen, die deines Wortes bedürfen. Bitte mach deine Verheißung wahr und erfüll jetzt unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere ganzen Sinne, unsere Gefühle durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir möchten heute Abend erleben, dass Reformation nicht etwas ist, worüber wir sprechen, sondern was wir erleben in unserem eigenen Leben. Und so beginne du bei uns, Herr, und schenk uns heute Abend Erweckung. Wir danken dir, dass du uns hörst und erhörst, weil du versprochen hast, dass du das erhören willst, was in deinem Namen gebeten wird. Danke, dass du jetzt uns begleitest durch diesen Abend. Und wir bitten und danken dir es, Herr Jesus Christus. Amen. Das Thema heute Abend, die Bibel und die Wahrheit über das vierte Gebot. Wir haben erlebt, dass wir in den letzten sechs Themen gemerkt haben, dass es bei dem Thema der Reformation um etwas geht, wo wir es uns nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, um den Brei herumzureden. Ich sage das deswegen, weil heute zu viele Worte gemacht werden, die wirklich nichts anderes bringen, als Menschen verwirren und in ihrer Entscheidung für oder gegen Christus sie eigentlich aufhalten, mehr aufhalten, als sie fördern. Wir haben in den letzten Abenden selber nicht nur hören, sondern auch hoffentlich erleben dürfen, dass das Wort Gottes eine Kraft ist, die uns selbst persönlich berührt. Und mein großer Wunsch ist es, und ich hoffe, dass das wir alle erlebt haben, dass das wahr ist, was Gott sagt durch den Propheten, dass das Wort, das ausgesandt wird zu uns, nicht wieder leer zurückkommen soll. Und das ist, was ich mir wünsche, auch für den heutigen Abend. Gestern haben wir ein Studium gehabt, in dem wir festgestellt haben, dass die Bibel uns zeigt, dass wir persönlich uns entscheiden müssen, wem wir unsere Loyalität zeigen. Wir haben gestern in diesem hochsensiblen Thema erkannt, dass es in der Christenheit ein sozusagen trojanisches Pferd gibt, das für etwas gehalten wird, was es nicht ist. Wir haben gestern erkannt, dass der Sonntag selbst von Milliarden von Menschen unwissentlich als der Tag gehalten wird, um dort an diesem Tag Gott die Ehre zu geben. Wir haben gestern erkannt, dass an diesem Tag eigentlich der Sinn dieses Tages nicht aus dem Christentum kommt, sondern aus dem Heidentum importiert wurde, so wie das trojanische Pferd in die Stadt Troja.
Und erst als der Inhalt rauskam, waren die Trojaner eines Besseren belehrt, dass das Geschenk, das man an sie gemacht hat, doch nicht das war, was es sein sollte. Heute Abend möchte ich keine Minute Zeit verlieren, in dem Ziel direkt zu dem Punkt zu kommen, worum es uns heute Abend geht. Ich gehe davon aus, dass jeder von Ihnen, die hier sitzen, und wahrscheinlich auch die meisten, die uns zuschauen, im Inneren diesen Wunsch haben, Jesus Christus zu lieben und zu ehren. Davon gehe ich erstmal aus bei allen Menschen, die sagen, sie lieben Jesus Christus und wollen ihm nachfolgen. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Sie Jesus Christus anbeten? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, warum Sie Gott aus Herzen anbeten möchten? Die Frage ist nicht unwichtig. Oftmals findet man sich wieder, dass man irgendwelche Dinge tut, religiösen Aktivitäten nachgeht, ohne manchmal wirklich zu wissen, was der eigentliche Grund ist. Es gibt ein Thema, das wie ein roter Faden durch die ganze Bibel geht. Was denken Sie, was das für ein Thema ist? Es ist noch häufiger erwähnt als die Wiederkunft selbst, die über 1500 Mal erwähnt wird. Es ist ein Thema, das auf jeder Seite, und ich betone, auf jeder Seite in der Bibel erwähnt wird. Ich wage sogar zu behaupten, dass es der Inhalt jeden Verses ist, der in der Bibel steht. Es geht um die Anbetung. Die Frage, wen ich anbete, die Frage, warum ich anbete. Oftmals kommen wir so weit, dass wir klären, wen wir anbeten. Oftmals ist es aber so, wir haben das gestern gesehen, dass viele Menschen noch nicht mal diese Frage geklärt haben, wen sie anbeten. Das ist das, worum es hier geht bei diesem Bild, bei dieser Folie. Die Frage, die wir gestern angesprochen haben, diente dazu, um zu klären, wen beten wir eigentlich an. Heute soll es uns darum gehen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollen heute Abend verstehen, warum wir uns entscheiden, Christus anzubeten, falls wir uns dafür entschieden haben. Die Bibel zeigt uns, dass es nur ein oder die andere Version gibt. Jesus sagte in der Bergpredigt, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Er sagt es zwar im Zusammenhang mit dem Geld und mit der Liebe zum Besitz, aber das Prinzip, das er erwähnt in Matthäus 5, ist sehr klar. Er sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder man wird den einen lieben und wird den anderen hassen, oder man wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Es geht nicht, sagt er, man kann nicht dem Mammon und Gott dienen. Es ist nicht möglich. Wir haben gestern erkannt, dass das aber genau der Kern ist dessen, was das Thema gestern berührt hat. Dass Dinge, die Menschen glauben, dass es ihnen hilft und Heilung bringt, in Wirklichkeit vermischt sind mit etwas, was uns von der Wahrheit wegführt und in Wirklichkeit nicht nur wegführt, sondern vergiftet. Toxisch vergiftet. Der Wein Babylons, darüber ging es gestern. Und heute werden wir sehen, obwohl wir gestern das Thema schon berührt haben, in der Sonntagsfrage war natürlich klar für jeden, der mitstudiert und mitdenkt, dass das natürlich unweigerlich etwas zu tun haben muss, auch mit der Frage des Sabbats. Müssen wir heute aber wirklich tiefer gehen. Und das wollen wir tun. Was ist die Grundlage Ihrer und meiner Anbetung? Warum gehen Sie in den Gottesdienst? Ich frage nicht danach, welcher Religion Sie angehören, welchem Teil des Christentums Sie sich zugehörig fühlen. Ich frage nicht danach heute Abend, ob Sie Katholik oder Protestant, freikirchlich, ob Sie reformiert oder nicht reformiert, orthodox oder sonst etwas sind. Ich möchte Sie heute Abend bitten, dass Sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen für einige Momente. Warum
beten sie Gott an. Wenn sie darauf keine Antwort haben, dann ist es denklich, können Sie mir vielleicht zustimmen, die Frage, warum wir überhaupt anbeten. Das heißt, macht die Anbetung Sinn, wenn wir nicht wissen, warum wir Gott anbeten? Wir werden heute Abend, wie oft, das Buch der Offenbarung aufschlagen und werden darin eine wichtige Erkenntnis finden. Ich möchte uns jetzt mitnehmen. Ich hoffe, das gelingt mir. Einfach mal abschalten und hier das, was wir hier irdisch um uns mit erleben, einfach mal ein wenig ausblenden. Das heißt, nicht den Verstand ausschalten, bitte. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns schon mal in einem Gottesdienst war. Wahrscheinlich die meisten von uns regelmäßig. Waren Sie schon mal in einem himmlischen Gottesdienst? Ich meine, wirklich in einem Gottesdienst, der im Himmel stattfindet? Wir werden fragen, was ist das für eine Frage? Nun, ich möchte nicht darüber reden, dass jeder irdische Gottesdienst eigentlich ein Gottesdienst sein sollte, wo der Himmel und die Erde miteinander eine Verbindung eingehen. Das ist nicht der Punkt. Johannes, als er auf Patmos war, wurde er Zeuge eines Ereignisses, das mich immer tief berührt, wenn ich es lese. Er war um des Wortes Gottes willen dort, so heißt es in Offenbarung Kapitel 1. Und in Offenbarung Kapitel 4 sagt uns Johannes auf Patmos, dass der Himmel sich öffnete und plötzlich sah er durch den Himmel hindurch, und die Bibel sagt uns, da wurde er mit hineingenommen in ein himmlisches Geschehen. Er bekommt hier eine himmlische Vision, und ich möchte hier mal, wer möchte, kann das gerne auch selber aufschlagen, ab Vers 1, wo er spricht, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir reden hat hören, das ist die Stimme, die er im Kapitel 1 hatte reden hören. Und wir wissen, dass diese Stimme in Kapitel 1 niemand anders ist als Jesus Christus selbst. Er beschreibt im ersten Kapitel, wie eine Stimme, wie eine Posaune hinter ihm plötzlich hörbar wird. Und er jetzt das beschreibt, was er sieht. Und er beschreibt hier eine Gestalt, die wie eines Menschensohn aussah. Und wir wissen, dass aus dem Matthäusevangelium, dass es nur einen gab in der Bibel, der sich den Namen gab, der Menschensohn, Jesus Christus. Er sieht also in einer Vision, die Christus ihm zeigt, sieht er Jesus Christus selbst, wie er zu ihm spricht. Und jetzt hört er diese Stimme wieder in Kapitel 4. Und hier ist wieder wie eine Posaune, das heißt durchdringend, hörbar und mit Dringlichkeit. Steig herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Das, was unmittelbar davor ist, sehr wichtig jetzt, ist, dass Jesus Christus Johannes auf Patmos die Zeitepochen der Christenheit darlegt. Er zeigt ihm in dieser Vision, die wir heute die sieben Sendschreiben nennen, an die sieben Gemeinden, damals natürlich in Asien. Aber wir wissen aufgrund des Inhaltes, dass diese Sendschreiben Jesu nicht nur eine Botschaft beinhalteten für die damaligen asiatischen christlichen Gemeinden von Ephesus, Smyrna, Pergamon und so weiter, Sardes und die einzelnen Gemeinden, die erwähnt werden, Philadelphia und auch dann Laodicea, Thyatira natürlich auch. Diese ganzen Gemeinden hatten auch eine Botschaft für jeden Christen in jeder Zeit. Jesus spricht jetzt zu ihm auf Patmos und sagt, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem. Und wir wissen, dass die Epochen der Christenheit gehen bis Laodicea. Die Gemeinde, die übersetzt heißt Volk des Gerichts. Und wir haben in einem Thema am Samstagmorgen hier im Gottesdienst, haben wir studiert, dass es ein Gericht gibt, das wann stattfindet? Bitte laut. Vor oder nach der Wiederkunft? Na, vor der Wiederkunft. Wir haben deutlich erkannt, es ist ein Gericht, das stattfindet, der himmlische, der universale Yom Kippur. Der Tag Yom Kippur der Versöhnung.
All das, was im Alten Testament, haben wir studiert, ein Vorschatten war auf das globale Heilsgeschehen für den ganzen Planeten Erde, für alle Menschen, ist ja das, was in Israel nur vorgeschattet stattfand. Paulus sagt in Hebräer nur zur Erinnerung, dass diese Dinge nicht wirklich einen Menschen retten und selig machen konnten. Weder der Bock, noch ein Schaf, noch eine Taube als Opfer, noch ein Hohepriester, der selber für sich seine Sünden opfern musste. Das waren alles nur eine typische Überbrückungsphase, bis es wirklich Realität werden sollte im kosmischen Heilsplan. Und jetzt die letzte Gemeinde, die heißt Laodicea, das Volk, die Gemeinde, die Christen, die am Ende der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft leben, die zu dieser Epoche nach 1844 leben, ein Zeitdatum, die wir erkannt haben, dass es ein biblisches Zeitepoche ist, die Gabriel dem Daniel gesagt hat. Und jetzt sagt Jesus, nach diesem will ich dir zeigen, was geschehen soll. Nach diesen Epochen nimmt er ihn mit hinauf in den Himmel und zeigt ihm jetzt, was geschieht. Und dort sieht er einen Thron. Der Künstler stellte sich hier das so vor, was Johannes sieht. Er sieht hier einen Thron, leuchtend, strahlend, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und er sieht diesen Thron und an diesem Thron herum stehen diese Leuchter, die Jesus schon sagte, dass es die Gemeinden darstellt, die sieben Geister Gottes, die in jeder Gemeinde wirken, also der Heilige Geist zu jeder geschichtlichen Epoche. Und dann sieht er um den Thron herum 24 Älteste und 24 Throne. Und wir haben gesagt, Thron steht für Herrschaft oder Gerichtshandeln. Und dann sehen wir, wie Johannes hier weiter beschreibt in Vers 8. Dann sieht er vier Gestalten um den Thron und er hört sie rufen, heilig, heilig, heilig. Ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Es ist eine Feierzeremonie im Himmel, ganz ohne Tralala und Hopsasa und ohne Nebensächlichkeiten. Es geht in diesem Gottesdienst um das Wesentliche. Und das Wesentliche, liebe Freunde, worum es in jedem Gottesdienst geht, ist was? Dass wir natürlich, wenn wir in den Gottesdienst gehen, nach Hause gehen können und sagen können, das war schön, wir sind heute richtig unterhalten worden. Das war ansprechend, das war ein bisschen lustig, es war ein bisschen ernst. Jeder hat so ist auf seine Kosten gekommen. Nein, liebe Freunde, der Gottesdienst hier im Himmel wurde uns gezeigt durch Jesus über den Apostel Johannes. Uns gezeigt, damit wir verstehen, worum es in jedem Gottesdienst geht. Und egal wer Sie sind, ich wiederhole mich, egal zu welchem Glaubensbekenntnis Sie sich zurechnen, wenn Sie wirklich Gott anbeten wollen, Gott dienen wollen, dann geht es nur um eine einzige Sache. Nicht um Theater, nicht um Rockmusik oder sonst irgendwas, dass die Menschen kommen und Hauptsache dabei sind. Schön, wie das ansprechend ist für Menschen, der Gottesdienst. Nein, liebe Freunde, in jedem Gottesdienst geht es um eine einzige Sache. Und das sind die drei Worte. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Darum geht es. Und das müssen wir als Christen heute auf der ganzen Welt neu entdecken, worum es geht im Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht dazu gemacht, dass wir Menschen unsere Bedürfnisse befriedigen. Wenn wir Gott nähern, seinem Thron und seiner Heiligkeit und wie Johannes sagte, derselbe Johannes übrigens, der die Offenbarung schreibt, als er sein Evangelium schreibt in Kapitel 1, da sagt er in Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit, wo andere nur gespuckt und geschimpft haben über Jesus, sagten sie, wir sahen seine Herrlichkeit. Voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir Gottesdienst feiern, auch diese Versammlung ist eigentlich im Kern der Sache Gottesdienst. Es geht hier, was wir hier gerade machen, eigentlich nur um eins. Es geht um Gott, um seine Heiligkeit. Dass wir dessen bewusst werden, wie heilig Gott ist.
Und dann sagt er in Vers 11, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Was ist der Grund, warum sie Gott anbeten? Was ist der Grund, warum sie, warum du, warum ich Jesus Christus verehren? Das ist eine wesentliche Frage jeglicher Erweckungsphase in der Geschichte, jeglicher Reformation. Am Beginn jeglicher Reformation stand immer diese Frage: Wen bete ich an und warum bete ich ihn an? Wenn Sie beide Fragen noch nicht geklärt haben, dann hoffe ich, dass diese Serie dazu beiträgt. Und wenn Sie sagen, ich weiß, wen ich anbete, aber nicht wissen, warum, dann ist der Abend genau für Sie. Halten wir bitte fest, was hier steht. Dieses kleine Wort, und bitte, wir müssen, wenn wir die Bibel studieren, jedes Wort ernst nehmen. Jesus sagt in Matthäus 4, als er versucht wurde von Satan, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von wie vielen Worten? Von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und oftmals versäumen wir die größten Segnungen beim Studium, weil wir oberflächlich die wichtigsten Worte vernachlässigen. Manchmal geht es nur um ein einziges Wort, das mich persönlich über Wochen beschäftigt, gedanklich. Ihnen schon mal passiert, dass ein Wort Sie Wochen oder Monate beschäftigt hat? Es gab ein Wort in der Offenbarung, das hat mich 10 Jahre beschäftigt, bis ich eine befriedigende biblische Antwort gefunden habe. 10 Jahre. Bin fast verzweifelt, weil dieses Wort in seiner Tiefe der Bedeutung mir nicht erschließbar war. Hier steht das Wort denn. Und denn heißt, dass das der Grund ist, warum er würdig ist, Ehre, Preis und Kraft und Anbetung zu bekommen. Warum? Sagen Sie es mir. Weil er der Schöpfer ist. Das ist der Grund und die Grundlage für jede Anbetung und für jeden Gottesdienst. Er ist heilig. Er ist anders. Er ist anders als alle Götter, die es gibt. Es gibt ja viele Götter, das wissen Sie. Baal. Wir haben gestern einige studiert, Aschera. Es gibt viele Götter, Zeus. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt viele Götter. Aber es gibt nur einen Gott, der Schöpfer ist. Und das ist der wahre Gott. Alles andere sind nämlich menschengemachte Götter. Sie sind gemacht, nicht dass sie machen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Als ich das für mein Leben erkannt habe, wurde ich freudig darüber, dass ich weiß, warum ich Gott anbete. Denn es ist furchtbar, wenn man Wahrheit erkennt, aber nicht wirklich weiß, warum ich eigentlich Gott anbete. Der Grund ist, Sie und ich, wir sind keine Staubkörner, die irgendwo durch einen Super-GAU entstanden sind. Sie und ich, wir sind geplante Geschöpfe, mit dem Ziel, na raten Sie mal, mit welchem Ziel Gott uns geschaffen hat. Was glauben Sie? Lassen Sie mal 3-4 Sekunden nachdenken. Was glauben Sie, warum Gott den Menschen geschaffen hat? Um seine Kinder zu werden. Ich kann es Ihnen sagen, die Bibel gibt uns die Antwort. Sie sagt uns im Alten und im Neuen Testament, was das Ziel ist, warum wir geschaffen wurden. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Mit anderen Worten sagt Gott, mein Wesen und mein Grundcharakter, das sollt genauso ihr sein. Nicht, dass wir Götter werden wie in der Esoterik, sondern dass wir wie Gott werden in seinem Wesen. Das ist das Ziel, warum er uns geschaffen hat. Damit das ganze Universum, wenn sie uns anschaut, sagen, was? Oh, wie schön bist du? Nein, damit sie sagen, Gott sei die Ehre. Das ist der Grund, warum es uns gibt.
dass wenn man uns anschaut und uns reden hört und wenn man mit uns miteinander zu tun hat, mit mir oder mit Ihnen, dass andere und Engel und das ganze Universum zu dem Schluss kommt, würdig ist das Lamm. Würdig ist Gott zu nehmen, Ehre, Preis und Anbetung. Warum? Wegen Ihnen. Das ist der Sinn, warum wir gemacht sind. So wie jeder Stern am Himmel und es, wir können es ja gar nicht zählen. Jeder Punkt hier ist nicht nur ein Stern. Alles, was Sie hier sehen, sind Galaxien. Wenn Sie an den Himmel so die Hand ausstrecken und einen kleinen Cent, ein Centstück nehmen und das Centstück so mit einem Auge anschauen, dann verbergen sich hinter einem Centstück am Himmel über 2000 Galaxien. Galaxien, nicht Sterne. Können wir das begreifen? So wie jeder einzelne Stern am Himmel dazu da ist, auf wen zu weisen? Auf Gott und Orientierung zu geben, denn die Sterne sind dazu gemacht, um Orientierung zu geben. So sollten wir als Geschöpfe den Gott des Himmels und der ganzen geschaffenen Welten, sollten wir ihn verherrlichen. Haben Sie auch Lust bekommen, auf einen himmlischen Gottesdienst? In die Nähe des heiligen Gottes zu kommen? Jesus Christus, wird uns gesagt, ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. In Kolosser 1 heißt es, Vers 16 bis 18, dass er das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist.